Eine Erfahrung im Grenzbereich machte der Landschleicher. Er reiste in jenen Ort im Nordosten der Uckermark, in dem die Brandenburger Welt endet, nach Rosow. Der Name wird seit 1995 häufiger genannt. Seitdem hat Rosow einen Grenzübergang ohne Brücke, denn hier liegen beide Ufer der Oder bereits auf polnischem Gebiet. Von Rosow ist es über die B2 nur ein Katzensprung bis Stettin. Mit dem dortigen Jungfrauenkloster war die Besiedlung Rosows seit dem 13. Jahrhundert eng verbunden. Heute leben 153 Einwohner in der nördlichen Gemeinde des Amtes Garz und die meisten scheinen, wenn nicht sogar glücklich so, doch zufrieden zu sein. Kalt und feucht ist es geworden und eine Schwalbe, die es noch im Sommer machte, erweist sich nun als wenig wintertauglich. Doch Carsten Seifert weiß natürlich längst, woran es hakt. Nur eine Kleinigkeit, bald läuft sie wieder sauber in zwei Takten. Vergaser. So viel Dreck drin. Da ist so viel Dreck drin. Wenn sie kalt ist, springst du an. Aufschlag. Da ist so viel Dreck drin. Ah, muss. Sauber machen wir mal. Dann geht das. Wohl dem, der hier ein Moped hat. In Rosow hält der Bus nur selten. Kein Wunder, hinterm Ort ist Endstation. Wer über den Acker sieht, der guckt nach Polen. In Rosow ist die Republik zu Ende, ein Ort hart an der Grenze und ein klein wenig aus der Welt. Seit 760 Jahren leben Menschen hier, ein altes Dorf mit vielen alten Steinen, doch alles andere als vergreist. Für Maria, Heiko und Janine ist das Leben hier ein Heidenspaß und so komisch, dass man vor Lachen Bauchweh kriegt, auch wenn man längst vergessen hat, was eigentlich so witzig war. Wer 5, 6, 7 Jahre alt ist, lebt in Rosow auf einem Abenteuerspielplatz mit integriertem Kleintierzoo. Fast jeder hier hat hinterm Haus Kaninchen und einen Stall fürs Federvieh. Landeier aus Gartenhaltung und ausgelassenes Gegacker, das weiß auch Axel Kranzuch, machen nicht nur Hühner glücklich. Das ist Freude. Also wenn das jetzt hier nur, wenn hier kein Huhn rumlaufen würde, kein Ent oder so, dann würde tot auf dem Hof sein. Ich habe auch noch 3 Katzen und einen Hund. Und das gehört eben mit dazu zum Dorfleben. Und zum Leben gehört auch auf dem Dorf der Tod. 3 von Hans-Joachim Burus Gänsen haben es schon hinter sich und tauschen Stallen mit Tiefkühltruhe. Prachtexemplare und ausgewählt mit viel Bedacht. Schließlich sollen sie was Besonderes sein. Für Weihnachten sind die. Da kriegt Bruder eine, Schwiegermutter eine und ich eine. Das Fest, es kommt mit Macht in Rosow. Auch bei Schmittis Schenke steht die Weihnachtsdeko auf dem Tresen. Kerzenschein taucht kaltes Bier in warmes Licht und verbreitet feierliche Stimmung zu einem Skattunier. Nur die Fische im Aquarium sind, um Himmels Willen, keinesfalls die Weihnachtskarpfen. Also sind südamerikanische Buntbarsche, Faunaugenbuntbarsche, kommen im Amazonas vor, sind eigentlich von der Lebensgröße, passen sie in dem Becken ein bisschen an, noch nicht voll ausgewachsen, sind etwa 7 Jahre alt. Ja, legen Eier, etwa 800 Junge, und das war da nicht. In Rosow gehen jetzt bald die Lichter an. Axel Kranzuch schmückt den Baum im Garten. Der wird jedes Jahr gut 30 cm größer und ist kein Uckermärker, sondern zugewandert, ein Exot. Das ist eine Koreatanne, ne? Und da habe ich noch so eine Art Busch, ne? Die ist nicht so gut gewachsen. Und die wächst, die wird ungefähr bis 10 oder 11 Meter hoch. Dann wird er ab heute Abend beleuchtet. Und ist irgendwie eine Freude für alle, die auch durchfahren. Wer also unterwegs ist im trüben Dämmerlicht dieser Dezembertage im unteren Odertal, kommt vielleicht hier vorbei, am letzten Christbaum vor der Grenze. Ein weihnachtlicher Gruß und eine frohe Botschaft. Rosow leuchtet, und zwar nicht nur im Advent.